am ersten Messetag gleich vom Zoll ertappt. This I understand, you told me three, four times. Yes. So sorry, sir, but I have to say it. I understand. Unternehmerpaar Wankan Saal wird beschuldigt, Plagiate anzubieten. Nun soll er eine Geldstrafe zahlen. Es geht um diese beiden nachgemachten Schüsseln, oben glatt poliert, unten matt. Dieses Design hat sich die deutsche Firma Rösle schützen lassen und darf in Europa nicht von anderen Firmen angeboten werden. Die herbeigerufenen Staatsanwältinnen sollen den Inder bewegen, die Geldstrafe zu zahlen. Doch der fängt an zu handeln. Sie verlangen 1.500 Euro. Den Betrag würde ich gerne reduzieren. Nein, wir diskutieren das nicht. Der Firmenchef windet sich weiter. Es liegt ein Verstoß gegen das Designgesetz vor. Es handelt sich um ein geschütztes Produkt. Der Beschuldigte ist bereits im letzten Jahr schon mal mit einem ähnlich gelagerten Verstoß in Erscheinung getreten. Die Schüsseln werden beschlagnahmt, dürfen nicht mehr vertrieben werden. Wir brauchen einige Informationen von der Firma Rösle. Die macht das immer und immer wieder mit uns. Wir würden gerne wissen, welche ihrer Produkte geschützt sind. Am Ende zahlt der Unternehmer die Strafe von 1.500 Euro, auch wenn er sein Vergehen nicht einsieht. Der deutsche Zoll kontrolliert regelmäßig auf heimischen Messen, wie hier auf der Ambiente in Frankfurt. Plagiate finden die Zöllner meistens auf chinesischen Ständen. 80% der Nachahmer stammen aus China. Diesmal gibt es Streit um Pfannengriffe. Das italienische Original und die Kopie sind kaum zu unterscheiden. Die Chinesin wurde von einer Mitarbeiterin des italienischen Herstellers beim Zoll verpfiffen. Von den geschädigten Firmen kommen die Tipps für den Zoll. Bei einigen Firmen passiert das zum ersten Mal und sie wissen es vermutlich nicht besser. Das müssen wir ihnen glauben. Bei anderen passiert das zum zweiten oder dritten Mal. Beim ersten Mal laden wir sie auf unseren Stand auf der Messe ein, wo sie unsere Produkte sehen. Wir versuchen mit ihnen eine Geschäftsbeziehung aufzubauen und manchmal werden sie unsere Kunden. Die Nachahmer versuchen es meist mit einer Hinhaltetaktik, um die Zöllner wieder loszuwerden. Am Ende muss eine Strafe gezahlt werden, bei Ersttätern 500 Euro. Vorher gibt es Ausreden aller Art. Das habe ich nicht gewusst, das habe ich nicht gewollt. Unsere Waren sind in China geschützt und somit ist auch dieser Schutz hier in Europa gültig, wo es gar nicht so ist. Das sind so die gängigen. Die Schutzbehauptungen, sage ich mal, in Gänsefüßchen. Aber man kann auch diese Dinge nicht wegdiskutieren. Sie sehen ja, was hier teilweise diskutiert werden muss, auch teilweise unnötig. Teilweise eine Diskussion um des Diskutierens willen. Die Pfannengriffe sind offenbar beliebt bei Nachahmern. Im Visier der Zöllner wieder ein chinesischer Aussteller. Seit die italienische Firma auch in China produziert, tauchen häufiger Kopien auf Messen auf. Wie groß ist das Problem? Sehr groß. Wir haben viel Geld für das Patentieren ausgegeben. Alle Griffe sind patentiert. Das ist sehr teuer, aber darin steckt unser Design, unser Know-how, unsere Technologie. Und es ist nicht nett, Kopien zu finden, weil jemand sie vervielfältigt. Das Nachahmen scheint sich zu lohnen. In der Regel bleibt es bei einer relativ geringen Geldstrafe. Das schreckt keinen vom Kopieren ab. Das kann schon gut sein, ja. Also das will ich nicht in Abrede stellen. Und ich meine, man muss natürlich auch sagen, es ist jetzt keine Schwerstkriminalität, mit der wir es hier zu tun haben. In 7 Stunden haben die Zöllner auf 10 Ständen Plagiate entdeckt. Jedes Mal wurden Geldstrafen verhängt und Waren beschlagnahmt.